Das war eine Leistung von Feinstmännern. Wir haben gekämpft wie die Schweine. Und wir werden belohnt, Männer. Vielen Dank. Ich sage noch etwas, Jungs. Ich bin so stolz auf euch. Ja! Hallo liebe GSC-TV-Zuschauer, wir melden uns live von der Intensivstation des Sankt-Abstiegskampf-Sanatoriums Vorharz und können Folgendes vermelden, der Patient lebt. Ja, aufgrund einer intensiven Behandlung in den letzten zwei Tagen durch unser neues Trainerteam, Slavomir Lukacs, Malte Fröhlich und Carsten Tost. Und wir haben den ersten Sieg eingefahren. So viel von meiner Seite. Ja, wobei das keine einfache Geschichte war gestern. Wir sehen hier auch gleich die erste gefährliche Situation der Wolfsburger. Gleich das Gegentor in der 15. Minute. Ja, perfekter Freistoß. Und dann hält der Kollege Granatowski den Kopf hin und dann steht es 0:1. Fing nicht so gut an. Ging aber besser weiter, denn wir haben diesmal nicht den Kopf verloren und haben einfach gekämpft, Leidenschaft gezeigt, nach vorne gespielt. Das war richtig schön. Und wir haben es ja diesmal beide von draußen angesehen. Es war richtig schön mit anzusehen. Also hier die erste von vielen, vielen Chancen, die wir hatten in dem Spiel. Und es war einfach eine absolute klasse Leistung. Das muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich kann es nämlich nicht mehr zurückhalten. Es war geil einfach. Ja, ich war ja wie ganz Goslar weiß verletzt, Stimmbänder gezerrt. Steve, was hattest du? Ich hatte auch eine Zerrung, ich glaube auch an den Stimmbändern. Das reicht heute schon, um nicht zu spielen. Naja, egal. Hier haben wir übrigens eine alte Oberliga-Variante. Komisch, dass die auch in der Regionalliga klappt, aber es hat funktioniert. Na, was er zeigt, dass vielleicht nicht alles schlecht war in der letzten Saison und dass man auf das eine oder andere vielleicht mal zurückgreifen kann, was damals auch schon funktioniert. Diese Mannschaft ist ja in großen Teilen wirklich so zusammengeblieben. Ja, genau wie du hier Uwe Epping filmst, das hast du damals auch immer gemacht und hättest dann fast den Ausgleich verpasst, wo Fischi sich durchtankt, auf Eile abspielt und der haut den Ball in die Latte, unter die Latte ins Tor, Entschuldigung. Ja, habe ich ja neulich früher auch immer gemacht. Irgendwelche Tore verpassen, habe ich ja öfter hingekriegt. Ja genau, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Meistens von irgendwelchen Leuten, denen du nahe standst. Aber ist ja auch egal, hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Die drei Wolfsburger Fans trauerten, haben wir leider nicht gesehen jetzt. Ne? Ja, ja das, da hätte es gut und gerne zur Pause schon wieder das Panel für die Wolfsburger ausschlagen können. Da haben wir kurz vor der Pause nochmal so ein bisschen den Druck rausgenommen. Die Sonne kam wieder raus, das Wetter wurde besser. Da sehen wir unseren neuen Coach Lukacs auf dem Feld. Lukacs auf dem Feld. Sag mal, Steve, rufen die ganze Zeit irgendwelche Trainer an? Kann das sein? Genau, hier läuft im Hintergrund das Handy, aber das soll uns nicht stören, denn jetzt kommt die grandiose zweite Hälfte unserer Mannschaft. Beginnend mit einer Aktion von Justin Eilers, der eine Ecke rausholt und danach war Dauerdruck ohne Ende. Bis auf diese Aktion, die aus der ersten Halbzeit reingeschnitten wurde. Ja, aber das wurde ja auch nicht so richtig gefährlich. Also schön geklärter Kopf von dem Wolfsburger vor unserem Tor. Ja. Danach Goslar unheimlich konstruktiv, sehr gut nach vorne, spielen gut durchsetzungskräftig. Da sehen wir Herrn Fischer mit seinem Gewaltschuss mal wieder. Also wenn der aufs Tor gegangen wäre, Torwart wäre ich nicht so gerne gewesen. Hätte ich ihn ja festhalten müssen. Wäre auf jeden Fall drin gewesen. Genauso wie dieser Ball, wenn Eilers ihn ein bisschen höher gelupft hätte. Schade. Schöner Lupus. Ja, dazu eine Information, dieser Ball war genauso weit vom Torerfolg entfernt wie Kamil Schmiel von der Startelf. Und da ist es dann aber glücklicherweise in der 73. Minute doch passiert. Ecke von, ich muss es jetzt nochmal sagen, weil ich heute Morgen darum gebeten wurde, Peter Endres, also Scorer-Punkt für ihn. Und Fabian Schulz hält die Birne hin und versenkt den Ball im kurzen Eck. Sehr schönes Ding. Ja, dann war es eigentlich auch schon fast zu Ende. Die Schiedsrichterin hat 4-5 Minuten nachspielen lassen und das waren eigentlich jetzt so die beiden letzten Szenen. Und danach war eigentlich nur noch Euphorie, Jubel, Standing Ovations, Party on und was weiß ich nicht alles. Alle Superlative des Feierns. Warum diese Bälle in den letzten Minuten, in den letzten Wochen auch immer reingekullert sind in unser Tor, wir wissen es selber nicht. Irgendwie hat es was mit Fußballgott oder sonst was zu tun. Uns hat es einen Riesenspaß gemacht gestern und hier sehen wir die Mannschaft endlich mal wieder beim Feiern. Wir haben sogar gleich nochmal eine Humba für euch. Früher haben wir euch das nicht mehr gezeigt, weil wir viel zu viele davon hatten. Gestern hatten wir endlich mal wieder eine. Wir hoffen noch viel zu feiern diese Saison. Bis dann. Ciao. Ausrufezeichen! Wir sehen Humba! Jeder
Jeder, der jetzt noch Rumba tanzen kann, hat nicht richtig gespielt. Ja, wenn Christen keine Stimme mehr hat, dann liegt das daran, dass einer unserer drei relativ spontan eingesetzten Trainer, nämlich neben mir Malte Fröhlich, zusammen mit Carsten Tost und natürlich Slavomir Lukacs unsere Jungs zum Sieg gecoacht haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, Malte. Vielen Dank. Ja, ich bin, glaube ich, 1000 Tode gestorben und habe ganz viele Zigaretten, die man nicht rauchen soll, liebe Kinder, geraucht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sagen Sie, wie geht's dir, mein Freund? Marcin? Sag uns mal ein paar Worte, wie ihr das hinbekommen habt, jetzt am Anfang der Woche auf einmal so eine Nachricht und dann zwei, drei Tage später so eine Leistung abzurufen. Ich glaube, dass sich alle ein Herz genommen haben und wirklich heute für die Sache eingestanden haben und gesagt haben, wir können das nur gemeinsam lösen. Und nur wenn sich jeder daran hält, dass wir es gemeinsam lösen und keine Einzeltouren fahren, dann können wir hier erfolgreich sein. Ich glaube, das hat sich heute gezeigt. Wir haben mutig nach vorne gespielt, wir sind aggressiv gegen den Ball gegangen. Wir haben eigentlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und das hat sich im Endeffekt dann glücklicherweise eigentlich nicht verdienterweise auch ausgezahlt. Und das ist einfach super. Das haben wir sich verdient. So, neben Malte Fröhlich, Carsten Tost, unser Spielertrainer Slavomir Lukacs. Slavo, du merkst, ich habe keine Stimme mehr. Ich habe gefeiert und gebrüllt. Ihr habt auch ordentlich gefeiert heute, und zwar auf dem Platz. Ja, ich glaube, wir haben auch gefeiert, aber die Stimme, ich habe nicht vom Feier verloren, aber war das einfach gut, der Spiel. Wir mussten vier zusammen reden und ich glaube, das war auch der eine Punkt, warum wir haben heute die drei Punkte geholt. Wir haben einfach auf dem Platz alles abgerufen, was wir haben letzte zwei Tage mit den Jungs abgesprochen, und ich sage nur, die letzten zwei Tage war so hektisch. Unser Trainerstab mit Malte und Tossi, wir haben Tag und Nacht fast gearbeitet. Wir haben mit den Spielern telefoniert, wir haben versucht. Der Fußball hat das heute gesehen. Wir haben alles gegeben, bis einige Spieler hat Krämpfe gekriegt haben.